Hey Leute, heute für euch 6 Dinge, die ihr mit Salz und Zucker machen könnt. Los geht's! Nummer 6. Kennt ihr das? Ihr habt eine Packung Kekse angebrochen, aber am nächsten Tag sind die Kekse weich und nicht mehr so crunchy wie am Tag zuvor? Legt die Kekse einfach mit ein paar Würfeln Zucker in eine Dose. Der Zucker absorbiert die Feuchtigkeit und die Kekse bleiben frisch wie am ersten Tag. Und die Nummer 5. Euch ist ein Ei auf den Boden gefallen und ihr habt Probleme, das glitschige Zeug wieder aufzuwischen? Kein Problem. Streut einfach Salz über das Ei, denn dies nimmt die Flüssigkeit auf und erzeugt eine feste Masse, die man ganz einfach wegwischen kann. Und weiter mit der Nummer 4. Es ist heiß und überall schwirren Insekten umher. Baut euch doch einfach eure eigene Insektenfalle. Gebt dazu einfach Zucker und Wasser in einen Topf und lasst das Ganze so lange kochen, bis eine klebrige Masse entsteht. Wenn das Ganze etwas abgekühlt ist, braucht ihr es nur noch in eine Flasche oder ein Glas zu füllen und die Insekten werden angelockt und bleiben in der Masse hängen. Ganz schön fies, aber effektiv. Nummer 3. Wenn das Ei statt auf dem Boden in der Pfanne gelandet ist, ihr jedoch unachtsam wart und alles angebrannt ist, gibt es natürlich auch hierfür wieder einen Trick. Streut einfach ausreichend Salz über die angebrannten Stellen und gebt etwas Wasser darüber. Da Speisesalz zum größten Teil aus Natriumchlorid besteht, löst es nach ca. 15 Minuten das Eingebrannte und ihr könnt es einfach abwischen. Und die Nummer 2. Habt ihr wieder mal schmutzige Hände und bekommt den Dreck einfach nicht ab? Kein Problem. Gebt neben der Seife einfach etwas Zucker auf eure Hände und reibt sie dann ordentlich aneinander. Der Zucker wirkt dann wie ein Peeling, welches den Dreck von euren Händen löst. Und damit wären wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Eure Hände sind sauber, die Insekten gefangen und das Ei weggewischt? Dann ist es jetzt Zeit, sich ein kaltes Getränk zu gönnen. Doch was, wenn ihr vergessen habt, das Getränk kalt zu stellen? Auch das ist wieder einmal kein Problem. Gebt einfach Eiswürfel in eine Schüssel mit Wasser und legt das Getränk hinein. Wenn ihr nun Salz darüber streut, entsteht eine Reaktion zwischen Eis und Salz, die der Umgebung und damit auch dem Getränk Wärme entzieht. Euer Getränk ist nach wenigen Minuten eiskalt, denn Kältemischungen von Salz und Wasser können Temperaturen von minus 16 Grad erreichen. Salz senkt hierbei den Gefrierpunkt des Wassers. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann kann ich euch jetzt noch 8 coole Experimente mit Wasser empfehlen. Dazu einfach hier in die Mitte aufs Video klicken. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.